So, dann nochmal Hallo von meiner Seite aus zu unserem heutigen Deep Dive Unternehmenssteuerung 4.0, SAP Analytics Cloud und Digital Boardroom. Ich möchte Ihnen gerne unsere heutigen Referenten vorstellen, Guido Hülskamp und Christian Hausbeit. Mein Name ist Julia Malletz, ich arbeite beim MHP und freue mich, Sie bei unserem heutigen Talk begrüßen zu dürfen. Vorab noch ein paar Hinweise für Sie. Aus technischen Gründen sind Ihre Mikrofone aktuell auf stumm gestellt. Um mit Ihnen in den Austausch zu kommen, werden wir diese nach der Vorstellung unserer heutigen Referenten freischalten. Über die Chatfunktion können Sie aber auch während des Vortrags anonym Fragen an unsere Referenten stellen. Eine Einsicht in die Unterlagen haben Sie nach dem Deep Dive über unsere MHP Events Mediathek und den Videomitschnitt dieser Websession finden Sie in Kürze bei YouTube. Bevor es losgeht, möchte ich Sie gerne noch über unsere kommenden Deep Dives informieren. Und zwar am 26.11. geht es weiter mit Livable Cities. Dann Anfang Dezember Corporate Digital Responsibility und am 10.12. spannende S4-Projekte bei MHP Steuern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und übergebe das Wort an euch beide. Ja, vielen Dank, Julia. Mein Name ist Guido Hülskamp. Ich bin seit 10 Jahren als Solution Architect in betrieblichem Berichtswesen tätig, seit über 7 Jahren bei der MHP und leite dort die SAC at MHP Community. Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Christian Hauswald. Ich bin auch seit 10 Jahren in der Beratung unterwegs, bin jetzt seit 6 Jahren bei MHP und bin hauptsächlich in Frontend-Projekten unterwegs, sei es um SAP Lumira, SAP, jetzt dann seit neuestens die SAC und kümmere mich hauptsächlich um Visualisierung mit der Richtung IBCS und Hichert. Gut, was haben wir heute für Sie vorbereitet? Was haben wir vor? Ein kurzer Blick auf unsere Agenda. Zunächst wollen wir erstmal beleuchten, was ist überhaupt der Digital Boardroom? Welche Arten des Digital Boardroom gibt es? Was ist die Abgrenzung zwischen einer SAP Analytics Cloud Story gegenüber dem Digital Boardroom? Dann haben wir noch einige Best Practices aus unseren Projekterfahrungen für Sie dabei und schlussendlich, und das mit dem Schwerpunkt, eine Live-Demo eines Digital Boardrooms, den wir auf unserem Testsystem haben. Starten wir mit dem ersten Punkt. Was ist der Digital Boardroom überhaupt? Wir würden ihn so definieren, dass es das zentrale Medium ist für Vorstände, für Aufsichtsräte und andere Entscheidungsgremien. Es sind Sitzungen, die im Konferenzraumaufbau gemacht werden. Und rein technisch ist es möglich, bis zu 3 sehr große Touchbildschirme zu integrieren. Diese sind natürlich dann auch mit einer gewissen Hardware-Investition verbunden. Diese Bildschirme sind nicht billig. Da muss man schon im sechsstelligen Bereich mal eine Investition tätigen. Aber das Schöne ist, dass diese Touch-Bildschirme untereinander interaktiv sind. Das heißt, wenn ich Änderungen auf dem linken Bildschirm mache, können sich diese halt auch auf dem mittleren und auf dem rechten Bildschirm auswirken. Letztlich ist der Digital Boardroom eben für diese genannten Entscheidungsgremien gedacht und die entscheidungsrelevanten Kennzahlen können aus den einzelnen Stories für einzelne Fachbereiche, für einzelne Ressorts im Unternehmen zusammengeführt werden. Und der Vorteil ist dann natürlich auch, dass durch die cloudbasierte Technologie der Digital Boardroom auch ja, ortsunabhängig so gesehen genutzt werden kann. Das heißt, internationale Gremien können auch mit dieser Technologie zusammengeführt werden. Wenn wir das Ganze jetzt von der technischen Seite mal betrachten wollen, der Digital Boardroom ist im Endeffekt eine Hülle von einzelnen Stories, die in der SAC erstellt wurden. Das heißt, ich baue meinen Inhalt oder meine Daten, baue ich weiterhin in diesen SAC Stories und am Ende werde ich die mit dem Digital Boardroom zusammen verknüpfen und kann so Interaktion storyübergreifend aufbauen. Das heißt, im Endeffekt, wenn man das mal platt ausdrücken will, ich habe am Schluss eine Art PowerPoint, mit der ich meine Stories aus der SAC in meine Hülle reinziehe, kann dort Aktionen drauflegen, zum Beispiel verschiedene Filter. Ich kann Merkmale miteinander verknüpfen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Filter auf Jahresebene habe, wirkt sich das auf mehrere Stories auf. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, eine Hülle um diese einzelnen erstellten Stories in meiner kompletten SAC zusammenzunehmen. Drumherum zu legen und kann so die Stories fachbereichsübergreifend zum Beispiel miteinander verknüpfen. Wenn wir das jetzt mal als großes Bild hier mal darstellen wollen, ich habe das jetzt mal exemplarisch hier aufgemalt. Im Endeffekt haben wir jetzt hier die Möglichkeit,
in einem großen Bericht einzelne Abteilungen darzustellen und können in diese einzelne Abteilung reinspringen und können die Stories konsumieren, die wir mit der SAC-Story erstellt haben und die wir im Dibo zusammen zu einem großen Bericht zusammengestellt haben. Ich glaube, die Interaktion ist hier auch ein sehr, sehr wichtiges Entscheidung, dass wir eben aus verschiedenen Ressorts verschiedene SAC-Stories haben. Diese Stories können dann eben auch jeweils dem eigenen Ressort zugeordnet sein. Das heißt, muss nicht starr nach einer Agenda immer vorgehen, sondern ich kann für verschiedene Meetings, für verschiedene Themen User-Stories vorbereiten, diese entsprechend präsentieren und die dann mit der Technologie des Digital Boardrooms entsprechend zusammenführen. Und das schauen wir uns dann jetzt weiter an. Sogar noch viel cooler. Also ich kann relativ schnell ad hoc ein Dibo zusammenstellen aus den Stories, die ich bereits vorbereitet habe. Das heißt, wenn meine Finanzabteilung ihr Standard-Monats-Reporting schon als Story in der SAC abgelegt hat und meine Produktionskennzahlen ebenfalls in einer Story sind, mich jetzt mein Chef zu sich zitiert und sagt, ich möchte bitte, dass du mir das Ganze präsentierst, kann ich mit relativ wenig Aufwand diese Stories nehmen, in ein Dibo zusammenziehen und kann mir so ein Meeting aufbauen. Und das ist eigentlich auch die große Kernkompetenz. Also die SAP sagt, es ist für große Boardroom-Meetings gedacht. Wir persönlich sagen, es ist sogar noch viel mehr damit möglich. Ich kann nämlich auch Ad-Hoc-Meetings damit abhalten, die zusammenzufassen und möglichst schnell auf zum Beispiel, was ich früher mit PowerPoint gemacht habe, kann ich jetzt in der SAC mit Live-Daten darstellen. An der Stelle kam gerade schon mal eine kurze Frage, wenn ich mal kurz einhaken darf. Und zwar, funktioniert der SAP Boardroom mit allen ERP-Systemen als Datenquellen oder nur mit R3 bzw. S4HANA? Der Boardroom funktioniert auch mit klassischen BB-Systemen. Also im Endeffekt, die Daten, also der Boardroom an sich ist komplett auf der SAC drauf. Der hat nichts mit dem BB-System oder mit dem ERP oder mit den Quellen an sich zu tun. Die Stories an sich müssen halt die Daten aus dem System abgreifen. Aber da sind SAC-seitig keine Grenzen gesetzt. Also ob ich da eine Live-Connection zu einem ERP-System mache oder zusätzlich noch mir ein Datenmodell hole, was ich direkt in der SAC abgespeichert habe, also so Flat-File-Upload in die SAC, Teile aus dem BW, Teile aus dem ERP-System, funktioniert alles. Man muss natürlich nur bedenken, wenn ich modellübergreifend Dimensionen verknüpfen möchte, müssen die ja zusammenpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flat-File-Upload in die SAC mache und habe da eine Regionshierarchie, muss die natürlich mit der Regionshierarchie auf meinem ERP-System oder meinem BW-System zusammenpassen. Sonst habe ich natürlich im Dibo das Problem, dass ich nicht die Filter von oben bis nach ganz unten durchleiten kann. Aber rein von der Darstellung ist es egal, wo im Dibo die Daten liegen. Super. Der Vorteil ist dann sicherlich auch hier in der Richtung, dass ich eben durch die angesprochene Importschnittstelle eigentlich jegliche Datenquellen anziehen kann und auch mit der Möglichkeit der Datenmodellierung innerhalb der SAC dann auch vielleicht völlig fremdartige Daten zusammenführen kann. Ich denke jetzt an sowas wie Dun & Bradstreet oder Nielsen-Daten, die ich dann einfach auch per Upload in die SAC laden kann und dort mit anderen Daten, die in dem Datenmodell vorhanden sind, verjoinen kann und dann auch nutzen kann. Also ich habe auch nachher in der Live-Demo habe ich in unseren Stories tatsächlich zwei unterschiedliche Datenquellen genutzt. Da kann ich dann auch nochmal drauf eingehen, was für Auswirkungen das haben könnte, wenn ich unterschiedliche Quellen habe von unterschiedlichen Systemen. Gut. Ja, danke. Dann wollen wir uns dem nächsten Agendapunkt zu widmen. Welche Arten des Digital Boardroom gibt es überhaupt? Platt gesagt, es gibt zwei Arten für ein Digital Boardroom. Ich kann einmal eine Agenda machen und ein Dashboard. Wenn man das jetzt mal platt runterbrechen möchte, eine Agenda ist im Endeffekt ein Meeting, wie man es bisher auch kennt. Das heißt, ich gehe rein, ich bereite ein Meeting vor und mache strukturiert meine Punkte. Erst kommt das, dann kommt das, das kommt das. Es ist sehr linear. Ich kann von vorne, von Anfang bis zum Ende, mich durch meine komplette Präsentation durchklicken. Ich habe das jetzt einmal hier als Screenshot aufbereitet, wie es so ein Ganzes dann im Digital Boardroom, im Backend vom Digital Boardroom aussehen könnte. Wir haben hier unseren Agenda-Bong. Also ich habe jetzt hier einfach unsere Cluster mit reingenommen. Erst präsentiert das Thema, das Cluster DAT, den kompletten Inhalt und dann gehe ich von Bereich zu Bereich durch und habe ich eben meine einzelnen Stories der einzelnen Bereiche reingehängt. Ich habe aber keine Möglichkeiten, einfach zwischen den einzelnen angedachten Punkten den Ablauf zu verändern. Das heißt, ich bin starr in der Linie, wie ich etwas präsentiere. Es ist also wirklich dieses klassische, ich hänge in PowerPoint eine Folie nach der anderen dran und kann so
natürlich mit interaktivem Content und aktuellen Daten über diese einzelnen Berichte drüber gehen. Im Gegenzug zu dieser klassischen Agenda-Form gibt es jetzt dieses Dashboard beim Digital Boardroom, was ich persönlich auch viel cooler finde. Also man kann wesentlich mehr damit machen und viel interaktiver auch mit diesen Daten umgehen. Das ist, die kompletten Stories in diesem Digital Boardroom werden in einer Art Baumstruktur aufbereitet. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, mich zu entscheiden, was möchte ich als nächstes sehen, wenn ich natürlich so eine Weiche eingebaut habe. Das ist, manche von Ihnen werden das kennen, das ist so eine Art Präzi-Präsentation, wenn man das mal mit PowerPoint wieder vergleichen möchte. Ich kann zu jedem Zeitpunkt entscheiden, wo möchte ich jetzt eigentlich hin. Wenn ich das jetzt mal im Digital Boardroom im Backend aufmache, sieht man hier schon, wir haben keine lineare Abfolge, sondern ich bin eigentlich komplett verzweigt und kann eigentlich machen, was ich will. Wir haben immer einen Startpunkt und von dem kann ich jetzt zum Beispiel hier runterspringen, kann wieder runterspringen oder ich nehme die Weiche, gehe hier rein, gehe da rein. Natürlich baue ich mir trotzdem eine Art Menüführung auf, bin aber zu jedem Zeitpunkt flexibel, in welche Richtung ich jetzt gehen will. Während ich das bei der Agenda, ja? Das heißt, wenn jetzt, stellen wir uns so ein Boardroom-Meeting vor, da ist jetzt das ganze Konzernboard von einem großen Unternehmen, von einem Konzern zugegen, die Diskussion geht in eine Richtung und jetzt geht die Diskussion aus dem Bereich Sales ganz stark in die Produktion. Das heißt, ich hätte jetzt die Möglichkeit, weil die Absatzzahlen in irgendeinem Markt nicht zufriedenstellend sind, zu schauen, kann ich da mit Produktionskapazitäten gegensteuern, kann ich sonstiges tun und kann direkt in andere Ressorts reinspringen. Genau das ist auch das, was für mich so dieses Dashboard ausmacht. Also wenn ich jetzt im Meeting bin, ich fange mich ja teilweise in der Diskussion, ein Meeting soll ja nicht immer nur, ich präsentiere die Zahlen sein und wenn die Zahlen doof sind, sind sie halt doof und trotzdem nächster Punkt, sondern es kommt ja immer eine Diskussion auf und wenn halt zum jetzigen Zeitpunkt sagt, okay, die Produktionszahlen sind so doof, ich bin aber gerade beim operativen Ergebnis, ja, dann springe ich halt kurz ab in die Zahlen von der Produktion und kann so viel agiler meine Zeit nutzen, was ja auch dieses ganze agile Gedanken weiter fördert und vielleicht auch so das Meeting optimaler gestalten. Du könntest jetzt theoretisch, weil vorhin die Frage nach den Schnittstellen waren, wenn es jetzt wirklich so ist, dass man jetzt ganz speziell, wenn ich jetzt eine Analyse-User-Story entsprechend dort mit drin habe, eingehängt in den Digital Boardroom, könnte ich bis auf eine Belegebene runter entsprechend oder bis auf eine Materialebene runter genau schauen an einem Standort, wie, was weiß ich, ein Lagerbestand ist oder was auch immer. Genau. Man ist sehr flexibel in der Präsentation. Gut, wir haben jetzt mehrfach schon die sogenannten SAC, SAP Analytics Cloud Stories angesprochen. So nennt die SAP die einzelnen, ich sage einmal, Dashboard-Applikationen mit mehreren Seiten, die Sie sicherlich kennen werden. Und was ist jetzt genau die Abgrenzung zum Digital Boardroom? Ich glaube, da können wir auch auf die Frage von vorher noch ein bisschen besser eingehen. Den bunten Rahmen, den Sie jetzt sehen, das ist der Divo. Nicht mehr und nicht weniger, wenn man so will. Das Weiße innen drin ist schon wieder die SAC-Story, wo auch die Daten herkommen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, habe ich jetzt hier das Innenleben dieses Digital Boardrooms wird jetzt gespeist mit den Daten aus einer SAC-Story und die kann aus jeder beliebigen Datenquelle kommen. Der Vorteil von dem Divo zusätzlich zu einer Story ist, ich kann übergreifend Stories miteinander verknüpfen. Also ich kann jetzt hier auf Elementen in einer Story eine Linkmarke setzen und sagen, wenn ich da draufklicke, spring bitte irgendwo anders hin. Das ist eigentlich die Hauptessenz für mich, für den Digital Boardroom. Zusätzlich kann ich natürlich noch Filter setzen und wenn ich mich nach ganz unten navigiere, kann ich auch natürlich meine Daten analysieren. Also ich bin natürlich nicht limitiert in der Darstellungsform. Also wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, wir haben jetzt hier zum Beispiel dann ist auch schon Möglichkeitscharts mit anzuzeigen. Was ich persönlich ein ziemlich cooles Feature finde, ist, wenn man sich viele oder genügend Gedanken zum Aussehen des Digital Boardroom macht, kann man mit den Grenzen spielen. Das heißt, hier sieht man jetzt, ich habe es ein bisschen angedeutet, wir haben hier unten so eine Art Footerleiste gemacht. Wir sehen hier einen kleinen weißen Rand. Dieser Rand, den kann ich natürlich beliebig einfärben. Wenn ich jetzt ein einfarbiges Layout hätte, zum Beispiel ich mache den Digital Boardroom Rand schwarz, meine Story ist weiß, kann ich natürlich auch hier drin Buttons schwarz machen, dann sieht es so aus, als ob ich eine Menüleiste zusätzlich noch im Digital Boardroom habe. Das heißt, ich kann die Grenzen zwischen einer Story und dem Digital Boardroom verschwinden lassen, kann so natürlich das Ganze noch besser an mein eigenes Firmen-CI anpassen.
Also der Footer ist jetzt Teil der Story, kann ich aber durch die Verknüpfung in den Digital Boardroom mit als Linksprungmarke mit aufnehmen und als zusätzliches Feature alle Stories, die auf gleicher Ebene eingebunden sind, sehe ich dann hier auch direkt im Menü, was ich denn für Stories eigentlich habe, wo ich mich genauer entlanghangeln kann. Gut, dann möchten wir noch kurz darauf eingehen, was für Erfahrungen wir in Kundenprojekten bisher und auch in unseren internen Projekten bisher mit dem Digital Boardroom gemacht haben. Was sind die Best Practices? Eine Kernkompetenz vom Digital Boardroom ist die sogenannte Blume. Das habe ich sicher auch mal exemplarisch dargestellt. Ist uns jetzt in den Projekten aufgefallen, die Navigation mit der Blume ist oft sehr umständlich, weil ich muss sehr viele Klicks machen, bis ich das eigentliche Ziel erfüllt habe. Ich kann, also das ist das zentrale Steuerelement Divos, wenn ich keine Aktion auf den einzelnen Seiten gemacht habe. Ich kann verschiedene Funktionen auf diese Blume drauflegen, die kann ich auch seitenweise ändern, die Funktion. Das heißt, es ist immer eine kleine Überraschung, welche Aktion kann ich denn auf welcher Seite wie machen, ist für die Benutzerführung nicht optimal. Ich kann sehr viel mit der Blume machen, muss aber auch, also ist eher was für Experten gedacht und nicht für den Vorstandsreport, wo ich sage, ich möchte doch ein einheitliches Reporting haben, wo ich genau weiß, welche Aktion kommt denn wo raus. Auf der anderen Seite, wenn ich hier kurz, kann ich nochmal für die Navigationsblume vielleicht auch eine Lanze brechen, wo sie herkommt. Wenn wir, wie eingangs gesagt, diese drei Touch-Bildschirme benutzen, das sind halt wirklich sehr, sehr große, ich weiß nicht, wie viel Zoll die haben, aber die sind sehr groß. Wer von Ihnen die Möglichkeit hatte, vielleicht mal in Walldorf das zu sehen, das heißt, das Board-Meeting der SAP findet tatsächlich in solchen Digital Boardrooms statt. Die haben diese großen Bildschirme und dort kann ich dann natürlich auf allen drei Bildschirmen immer mit einem Touch auf dem Bildschirm, kann ich diese Navigationsblume aufrufen. Und jetzt derjenige, der gerade vor dem Vorstand präsentiert oder der Vorstand, der sein Ressort vorstellt, hat dann natürlich auch die Möglichkeit, vorne zu stehen und selber den Digital Boardroom zu steuern und proaktiv zu arbeiten, wo er jetzt hin möchte. Ja? Und er ist darauf nicht angewiesen, eine Maus in der Hand zu haben oder einen Pointer oder irgendetwas, sondern er kann es direkt am Bildschirm. Und er weiß ja im Regelfall auch, wo er seine Aktion wie hingelegt hat. Hoffentlich. Was wir halt festgestellt haben, um jetzt wieder nicht für die Blume zu sprechen, sondern wie kann man es vielleicht auch noch ein bisschen optimierter machen. Wir haben bei unseren Kunden angefangen, die Aktionen, also wir haben selber Buttons gezeichnet und haben auf diese Buttons Aktionen gelegt. Das ist natürlich mit ein bisschen gestalterischem Mehraufwand verbunden, weil man ja die Buttons selber in einem Paint, einem Photoshop, wo auch immer erstmal bauen muss. Aber hat natürlich dafür dann, wie bei einer Webseite, wie bei einem, ich sag's mal, Lumira-Dashboard früher auch, ich kann einfach auf den Knopf drücken und weiß genau, was ich kriege. What you see is what you get, ist da so die Devise bei uns gewesen. Wir haben zusätzlich auch versucht, den Divo auf dem iPad darzustellen. Klappt auch bedingt gut. Wir können die Daten darstellen. Wenn man im Standard bleibt, klappt es auch ganz gut. Sobald man aber eine eigene Hausschrift hat, also wir können in Stories auch eigene Hausschriften mit einbinden, klappt es eben bei der App wiederum nicht. Es gibt so Kinderkrankheiten, die jetzt in der App noch nicht drin sind. Da ist die SAP zwar dran, aber ist natürlich nicht das Hauptaugenmerk bei der SAP. Ich glaube, das Hauptaugenmerk ist weiterhin die Weiterentwicklung der Stories, was meiner Ansicht nach auch richtig ist. Aber diese App fürs iPad ist ein nettes Gimmick und ich glaube ich auch ganz cool, um dann so ein Vorstandsreporting als Always-On-Reporting zur Verfügung zu stellen. Da hoffe ich einfach noch, dass es ein bisschen weitergeht, weil Stand jetzt ist es noch so nicht wirklich für den Endbereich Endkunden gedacht. Aus unseren Erfahrungen mit der BO Mobile App, die wir auch hatten, Christian, wir waren sogar zusammen bei einem Kundenprojekt, wo wir zuerst mit dem iPad entsprechend auch ein Vorstandsreporting bauen durften. Das war in den ersten Versionen recht dürftig, aber es wurde dann aber, muss man auch sagen, es wurde dann von Release zu Release deutlich besser und auch hier sind die Release-Zyklen in der Entwicklung der SAP Analytics Cloud, auch des Digital Boardrooms, auch intern bei der SAP im 3-Wochen-Zyklus und da kommen halt ständig Neuerungen und da hegen wir die berechtigte Hoffnung, glaube ich, dass das demnächst auch noch deutlich besser wird. Auf jeden Fall. Also ich bin mit einem anderen Kunden auch schon in Diskussion mit der SAP. Sie sind dran, aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk sind im Moment halt erstmal die Stories, was meiner Meinung nach auch richtig ist.
was wir auch festgestellt haben, gleiche Merkmale. Ich weiß, es ist schwer. Wenn man ganz viele Datenquellen hat, hat man auch ganz viele unterschiedliche Infoobjekte, also ganz unterschiedliche Merkmale. Es ist schwer, in der SAC die Merkmale miteinander zu verknüpfen. Man kann es machen. Man kann im DIBO gleiche Merkmale miteinander verknüpfen und die dann berichtsübergreifend auch filtern. Erhöht aber natürlich auch den Aufwand. Man muss natürlich dann auch gucken, dass diese Merkmale zusammenpassen. Also wie ich schon vorhin gesagt, es gibt verschiedene Hierarchien. Eine Produktion hat vielleicht eine andere Regionshierarchie als ein Vertrieb. Und die dann aufeinander zu kriegen, ist dann wieder kritisch. Das ist dann immer so ein bisschen ein Punkt, wo man überlegen muss. Aber technisch ist es natürlich möglich, ist nur ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Wir haben festgestellt, je mehr Filter und Variablen wir einbauen, desto komplexer wird es im DIBO zu navigieren, weil ich natürlich dann immer überlegen muss, mache ich es? Also klassisches Beispiel, manchmal habe ich den Kalenderjahr-Monat, manchmal habe ich Kalenderjahr und Kalendermonat getrennt, die muss ich wieder irgendwie zusammenbringen. Manchmal arbeite ich mit einer Periode, wo ich dann dreistellig unterwegs bin mit den Monaten. Das sind so Sachen, die es halt schwer machen, ein durchgängiges Navigationskonzept für den DIBO zu erstellen. Deswegen auch der nächste Punkt, keep it simple. Man kann alles miteinander verbinden, muss aber natürlich darauf aufpassen, dass der DIBO an sich nicht zu komplex wird, dass es nicht ein zu großer Moloch wird. Und natürlich, was sehr wichtig ist im Kontext eines DIBOs, weil dort zum ersten Mal alle Stories dann zusammen erscheinen können, ein einheitlicher Style Guide. Wir haben es festgestellt, wenn man sich nicht exakt an den Style Guide hält, merkt man sofort, wenn ich von Seite A zu Seite B switche, dass halt doch ein anderer Grauton verwendet wurde oder doch ein anderer Blauton. Und ja, man hat es schon oft gemacht und ich nehme doch immer meine gleichen Farben, aber dort sieht man es halt dann, weil ich auf einmal fachbereichsübergreifend unterwegs bin. Also hier können wir wirklich nur empfehlen, das, was ich auch sonst jedem Frontend-Entwickler empfehle im ersten Gespräch, fragt nach einem Style Guide. Gibt es bei uns heißt es Brandbook, ein Manual. Wir haben hier noch ein Beispiel von unserer Mutter Porsche, von unserer Konzernschwester Audi. Die großen Unternehmen oder die meisten Unternehmen, eigentlich alle mittlerweile, haben so einen Style Guide, wo genau definiert ist, welche Farben werden benutzt, welche Schriften werden benutzt, wo wird das Logo hingesetzt, in welchem Abstand und so weiter, damit man eben genau, wie Christian gerade erwähnte, keine Brüche hat, weil wir haben ja vorhin gesagt, verschiedene SAC-Stories aus verschiedenen Ressorts. Und dann wäre es für so ein großes Projekt sehr traurig, wenn dann auf einmal der Ressort Procurement komplett ein anderes Erscheinungsbild hätte als die Produktion. Deshalb halten Sie sich bitte an Style Guides. Ich habe jetzt noch ein kleines Bildchen mitgebracht zum Thema DIBO. Das habe ich jetzt einfach mal mitgebracht, weil, DIBO sage ich schon, zum Thema iPad, Entschuldigung. Man sieht hier links ein Screenshot, so kommt es im Browser an und man sieht hier rechts schon, man hat auf einmal eine andere Schriftart, das ist die Hausschrift, sieht hier auf einmal eine andere Schriftart, die ganzen Texte sind anders umgebrochen und es sieht halt einfach nicht so toll aus. Und das Icon ist tatsächlich das, für was ich es halte. Ja, das Icon ist tatsächlich das Emoji. Ich möchte dazu erwähnen, dieses Icon, was wir hier im Browser eigentlich sehen, ist aus der offiziellen SAP Fiori Icon Font. Also das ist jetzt kein Icon, was wir selber gemalt hätten, sondern das ist das offizielle SAP Icon. Wird halt im Moment im iPad zu so einem kleinen Codehäufchen. Das ist halt dann etwas, was man im Vorstand echt nicht mehr zeigen kann. Und was man auch sieht hier eben dadurch, auf der linken Seite sehen wir, auf der Desktop-Version ist alles genau abgestimmt, die Texte, die Zeilenumbrüche stimmen und hier wird einfach eine andere Schriftart übergelegt, Times Romans würde ich vermuten. Ja. Und da sehen wir, dass wir jetzt zum Beispiel auch einen anderen Zeilenumbruch haben und das wäre dann halt sehr ärgerlich. Aber auch wie gesagt, wir sind der festen Überzeugung, dass das besser wird, ja. Auch da sind wir schon dran. Wir haben Gespräche mit der SAP geführt, dass wenn ich eine Hausschrift nehme und die auf meinem Endgerät nicht vorhanden ist, dass die wenigstens nicht Times New Roman wird, sondern vielleicht 72 Web oder eine DIN oder eine Futura, also eine Nicht-Serifenschrift, dass man den Unterschied vielleicht nicht sofort sieht. So, mal gucken, was dabei rauskommt. Gut. Kurze Frage an die Kollegin. Gibt es noch Fragen im Chat bis hierhin? Aktuell gibt es im Chat keine weiteren Fragen. Okay, also wenn Sie Fragen haben an die Teilnehmer und Zuhörerschaft, Sie dürfen gerne weiterhin auch Fragen stellen. Sie können auch direkt, die Mikros sind ja offen, Sie können die Fragen auch direkt stellen. Damit haben wir keine Probleme. Und dann würden wir jetzt den Rest der Zeit nutzen, um live an unserem Testsystem, Sie sehen oben im
Browser steht drin, das ist unser eigener Tenant. Sie sehen auch die 10 drin, das heißt, es ist ein Cloud Foundry Tenant, den wir hier zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt zeigt uns der Kollege Hauswald gerne, was wir auf unserem Testsystem mit dem Libo gebaut haben. Nee, wir bauen jetzt ein Libo. Bauen wir jetzt? Also wir machen es jetzt ganz, ganz pragmatisch. Ich habe mir überlegt, so einen fertigen Libo, der ist ein bisschen doof. Wir fangen es einfach mal selber an. Das heißt, wir können einfach einen neuen Digital Boardroom starten. Wir können das, ich navigiere mich jetzt natürlich noch zu einem Ordner, der mir gefällt. Und mache hier einen neuen Libo. So. Jetzt kommt die Auswahlseite, die ich am Anfang erwähnt habe. Wir können uns jetzt eine Agenda bauen oder eben ein Dashboard. Agenda finde ich persönlich immer langweilig, weil es sehr linear ist. Deswegen würde ich sagen, wir bauen uns auch ein Dashboard. Und das ist schon die komplette Entwicklungsoberfläche eines Digital Boardrooms. Viel mehr wird es auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal kurz in die Einstellungen rein. Ich kann am Anfang mich direkt entscheiden, habe ich einen Monitor, zwei Monitore oder drei Monitore. Das ist, was der Guido am Anfang meinte. Wir können bis zu drei Monitore in einem physischen Boardroom aufstellen mit drei Touchbildschirmen, wo ich mich dann monitorübergreifend verkünsteln kann. Muss ich aber nicht machen. Ich kann auch nur zwei oder nur einen nehmen, je nach Platz, je nach Bereitwilligkeit, Tausende von Euro für einen Monitor auszugeben. Oder aber auch, wenn ich zum Beispiel ein Libo nur auf meinem Notebook habe für den Vorstand, kann ich natürlich auch mit einer Seite das am Notebook darstellen. Hab noch kleine Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, wo meine Navigationsleisten am Schluss sein werden, wie ich mich auf einem Level weiter navigieren will, ob ich mich per Swipen, quasi per Handwischen zur nächsten Seite durchnavigieren möchten kann. Hier kann ich verschiedene Funktionen auf diese Blume legen, die ich am Anfang erwähnt habe. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, mein Zurück-Button wird durch ein Ranking ersetzt oder ich möchte nicht in meinen Explorer, sondern ich möchte hier eine Sortierungsfunktion haben. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit der Action Bar. Das ist einfach eine zusätzliche Filterleiste, die zeige ich Ihnen auch gleich noch. Und am Schluss kann ich einfach noch sagen, ob ich einen Auto-Refresh drin haben will. Und damit war es auch schon, was ich bei einem Libo eigentlich an großen Einstellungen machen kann. Wenn ich hier einhaken darf, wir haben eine Frage über das Tool reinbekommen. Und zwar, was ist grundsätzlich der Unterschied zwischen Dynamics 365 Customer Insights und SAC? Dynamics 365 Customer Insights habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Sie können sich gerne auch unmuten und die Frage direkt weitergeben an unsere Referenten. Oder auch gerne im Nachfeld einfach auf uns zukommen. Oder nochmal erläutern vielleicht, was Sie genau meinen. Nochmal einfach ins Chat-Tool reinschreiben. Okay. Ich mache jetzt einfach schon mal weiter. Wenn eine Frage kommt, einfach gerne. Genau, gerne weiter. Okay. Genau, jetzt habe ich hier diesen Libo und kann meine SAC-Stories in diesen Libo einholen. Ich mache jetzt einfach mal kurz einen zweiten Tab auf und starte nochmal die SAC, weil ich Ihnen im Vorfeld kurz diese Stories noch einmal direkt zeigen möchte, ohne diesen Libo-Rahmen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zu unserem Pfad. Ich habe das ja natürlich auch schon vorbereitet, so ein bisschen. Sekunde, dann gehen wir in unseren Libo. Jetzt habe ich hier meinen Ordner, wo ich die Stories erstellt habe und habe mir hier vier Stories zurechtgelegt. Ich habe mir eine Art Hierarchie überlegt, wie ich denn bitte mein Libo aufbauen möchte. Ich habe so ein Root-Level, das ist einfach nur eine Startseite, wo ich jetzt eigentlich eine Willkommensnachricht reingemacht habe, mehr nicht. Man sieht auch, das ist kein weiterer großer Inhalt, sondern einfach nur so eine Welcome-Page. Zusätzlich habe ich mir dann überlegt, wie will ich denn in mein Reporting einsteigen? Wir bei MAP sind in Cluster aufgeteilt. Das sind verschiedene Abteilungen, sehr groß zusammengefasst. Das heißt, ich habe mir überlegt, okay, die erste Seite, die einen Vorstand interessieren könnte, wäre vielleicht so eine Clusterübersicht. Ich möchte sehen, wie hat denn mein Cluster im letzten Monat abgeschnitten? Also die Kennzahl an sich dahinter ist jetzt mal egal. Wir haben jetzt, ob das jetzt ein EBIT ist, ob das Vertriebskennzahlen sind, aber einfach die Hauptkennzahl, die einen Vorstand interessieren könnte, auf Cluster-Ebene. Da kann ich natürlich dann auch sagen, das sind die Actuals, habe einen Budgetwert und meine Previous-Year-Werte. So die Idee erstmal. Wenn ich dann mich für eins dieser Cluster entschieden habe, da haben wir schon die erste Weiche. Ich kann nämlich jetzt jeden dieser einzelnen Bereiche ja verlinken in meinem Ticket Board Room. Gibt es ja eine Unterebene. Das heißt, jedes Cluster muss ja auch irgendwie eine eigene Libo-Seite haben. Hierfür habe ich eine Seite gebaut. Wir sind im Cluster DAT. Das heißt, wir sagen, okay, jetzt hat unser Cluster hat jetzt ein operatives Ergebnis, wir haben eine Bilanz und wir haben irgendeinen Cashflow.
bitte nicht auf die Zahlen festnageln, das sind jetzt nicht die offiziellen MAP-Zahlen, man sieht es, das sind alles die gleichen, die haben wir jetzt in unserer Demo-Welt einfach mal zusammengestrickt. Habe auch hier wieder ein ähnliches Layout gewählt, wo ich sage, ich habe hier meine Ist-Zahlen, Budget und Privacy und fange hier an mit einem kleinen Chart, wo ich dann so ein bisschen filtern kann. Und es kann sich auch auf alle Story-Filter-mäßig auf alles auswirken, wo ich es definiere. Habe noch zwei weitere Seiten reingemacht, die Bilanz und die Liqui. Ist ziemlich ähnlich aufgebaut. Und wenn mich dann was interessiert, wo ich ja eigentlich tiefer reingehen kann, dann bin ich schon auf einer Ebene, wo es ans Eingemachte geht, wo ich eigentlich bei User Stories bin, die auch ein Fachbereich am Schluss selber interessiert und wo auch Musik ist, wo ich dann wirklich mit der SAC meine Filter und Drilldowns machen kann. Also habe ich noch ein letztes Level gemacht, habe gesagt, wenn wir bei der Bilanz und Liqui sind oder bei meiner GUF, dann kann ich in meine Kapitalrendite reingehen, sehe hier verschiedene Kennzahlen und kann meine Charts und Drilldowns und Vergleichsmöglichkeiten fahren. So war es mal mein Name. Du hast jetzt natürlich auch für so eine Demo erstmal relativ flach gehalten, aber wir sehen hier auf der letzten Seite, das ist mir mal ganz wichtig noch herauszustellen, dass man die Funktionalität von der SAC im Digital Boardroom natürlich dann voll nutzen kann. Ich habe genauso, dass ich die Möglichkeit habe, für eine Story, für einen Ressort Storyfilter zu setzen. Genauso, wenn ich es aber brauche, auf einer speziellen Analyseseite, brauche ich vielleicht einen gänzlich anderen Filter, aber den Filter brauche ich auch nur auf dieser einen Seite, dann kann ich auch einen Page-Filter setzen. Also die in der Kombination ist man dann auch im Rahmen der SAC und im Rahmen des Digital Boardrooms völlig frei. Und das waren jetzt ja gerade die ganzen Stories, die ich quasi außerhalb des Deepus gezeigt habe. Das sind irgendwelche Stories, die ein Fachbereich irgendwann mal erstellt hat, zum Beispiel, die mich jetzt spontan interessieren, wo ich jetzt ein Deepus zusammenklicken will. Das heißt, ich hole mir diese Stories jetzt als Bibliothek in unser aktuell erstellten Deepus mit rein. Jetzt muss ich wieder dahin navigieren. Sekunde. Stories und ich hole hier die mit rein. Sie werden auch feststellen, ich habe die natürlich durchnummeriert, damit ich die hier in einer gewissen Sortierreihenfolge habe. Und hier kann ich die jetzt auf- und zuklappen und sehe jetzt die einzelnen Seiten, die in der Story drin sind. Jetzt geht es eigentlich los. Du bist jetzt nicht verpflichtend, dass du eine ganze Story nimmst, sondern du kannst eine sehr große Story machen und kannst sagen, flexibel, wenn du sagst, es ist jetzt ja nicht immer unbedingt nur für den Vorstand, sondern für ein spontanes Meeting, dann weißt du ganz genau, in dem Meeting aus der und der SAC-Story gibt es die drei Seiten, die interessant sind und du kannst dir auch die einzelnen Seiten in dein Digital Boardroom dann rein. Genau, also ich kriege hier auch gleich ein Icon. Also wenn ich jetzt hier mal unsere eine Seite einfach mal reinziehe, kriegt diese Seite hier so ein kleines Icon. Ich sehe auch sofort, okay, die ist jetzt in meinem Deepus mit drin. Ich kann hier auch filtern, zeigt mir nur die Stories, die genutzt sind oder die Stories, die nicht genutzt sind. Ich kann alles reinziehen, muss es aber nicht. Also deswegen, ich kann auch für einen Fachbereich eine sehr breite Story machen mit 6, 7, 8, 9, 10 einzelnen Seiten und kann davon nur eine reinziehen. Aber auch da muss man wieder sagen, die SAP empfiehlt nicht mehr wie 5 Seiten pro Story zu machen aus Performance-Gründen, weil die ja dann immer eine Query ins Backend abschießt. Also wenn ich im BW bin, eine Query ins Backend abschießt und die dann quasi parallelisiert ja rausholen will. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, immer möglichst granular unterwegs zu sein, dass ich eine maximal 5 Seiten pro Story habe, die ich dann quasi in einem Themengebiet clustern, wie zum Beispiel meine GUF oder wie zu meine Produktionskennzahlen oder wie meine Vertriebsleistung, um dort dann die Hauptkennzahlen gesammelt zu haben und die dann in den Deepus reinzuziehen. Mhm. Wenn ich jetzt neue Seiten in den Deepus hinzufügen möchte, kann ich das entweder per Insert machen, dann kommt da hier so ein neues Topic oder ich kann hier einfach das Plus-Knöpfchen drücken, kann die aber natürlich auch einfach fallen lassen. Ich kann die hier wieder vom Parent-Node abknapsen. Ich kann auch mein Topic wieder löschen. Also bin ich komplett frei, wie ich das aufbauen will. Ich mache das jetzt so, dass wir, wie gesagt haben, wir haben ja eine Art Clusterübersicht bei uns bei MAP. Also mache ich jetzt hier eine neue Seite rein und sage, ich möchte jetzt hier dieses Cluster sehen. Jetzt speichere ich das Ganze mal und starte den Deepus zum ersten Mal. Und dann sehen wir auch schon, wir kriegen automatisch hier so einen Rahmen. Der Name der Story wird hier direkt angezeigt. Wenn ich hier unten bin, dann kommt diese Action Bar, die ich mit weiteren Funktionen machen kann. Und per Rechtsklick kommt automatisch schon diese Blume. Habe jetzt natürlich noch keine Möglichkeiten, irgendwie groß was zu klicken oder zu machen. Ich habe ja noch nichts definiert. Das heißt, ich habe hier auf der linken Seite wirklich wie ein PowerPoint, gut, ich habe jetzt noch keine Titel vergeben, das mache ich gleich noch, habe ich hier eine Struktur, wo ich mich durch die einzelnen Seiten durchnavigieren könnte. Jetzt so Schritt für Schritt kann ich mich jetzt einfach durch unseren Digital Boardroom entlanghangeln.
ich gehe jetzt nochmal raus in die Entwicklersicht und mache erstmal Titel rein, damit wir das auch sehen. So, jetzt sagen wir willkommen, dann ist das unsere Übersicht. So, und jetzt haben wir gesagt, unter dieser Übersicht, wir haben ja gesehen, wir haben verschiedene Cluster, haben wir jetzt Kinder. Und zwar, wir haben hier, glaube ich, 8 Kinder in Summe. Ich mache jetzt einfach mal ein paar rein. Also wir haben zum Beispiel unser CFO Services, Guido und ich, wir sind im Cluster DAT. Dann haben wir noch, was gibt's noch? Wir haben CE, wir haben IM und wir haben Max. Das sind so unsere Bezeichnung von unseren Clustern. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe, dann sehen wir wieder, wenn ich das jetzt aufmache, haben wir erstmal gerade das Benannte, dann sehe ich die Übersicht, also meinen Gesamtvorstand und kann es jetzt aufklicken, weil ich jetzt Kinder hier drunter habe und sehe jetzt hier direkt unsere Cluster. So, jetzt habe ich natürlich das Ganze für unser Cluster DAT vorbereitet. Das heißt, ich würde unser Cluster DAT mal mit Leben befüllen. Da haben wir auch schon, Sekunde, hier, Cluster DAT. Da haue ich jetzt mal einfach ein paar Seiten rein. Also ich kann die einfach per Drag and Drop fallen lassen und ziehe die jetzt einfach hier so rein, speichere das Ganze jetzt wieder und führe es nochmal aus. Und jetzt haben wir auf einmal ein Cluster DAT mit Leben befüllt. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass DAT ist an der 5. Stelle oder so. Bin ich ein bisschen doof. Da DAT, ich finde DAT wichtiger, das muss weiter oben sein. Deswegen kann ich jetzt in der SAC hergehen, kann auf meinen Knoten klicken und kann den Designer öffnen. Der Designer, den kennen Sie eventuell auch schon von den Stories. Da habe ich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zum Aussehen und zur Navigation und kann jetzt einfach per Drag and Drop meine Reihenfolge der einzelnen Kinderknoten ändern. Jetzt machen wir aber, bevor wir jetzt hier direkt wieder in die Live-Demo reingehen, mache ich hier nochmal 2 Kinderknoten, weil ich habe ja gesagt, wir hatten noch 2 Themen vorbereitet, um für das unterste Level was zu zeigen. Jetzt gehe ich wieder auf meinen Vorrat und hole 03 raus und mache jetzt einmal eine Seite aus einer Story mit der Kapital- und Eigenkapitalrendite und hole noch meinen Cashflow raus. Das heißt, das hier ist jetzt meine Kapitalrendite und habe zusätzlich noch meinen Netto-Cashflow und die Liqui. So, und jetzt habe ich doch mit ein paar wenigen Klicks, das waren alles bereits vorbereitete Stories, habe ich jetzt schon mal einen Digital Boardroom aufgebaut. Den finde ich schon gar nicht so schlecht. Ich kann mich jetzt hier durchklicken, kann ins Cluster DAT rein und kann mich bis zur Kapitalrendite nach unten navigieren. Das Ganze, was jetzt noch ein bisschen doof ist, ist natürlich, ich muss das jetzt alles über das Menü machen, weil ich jetzt weder eine Aktion auf diese Blume gelegt habe, die ich auf jedem Level habe, noch auf irgendwelche Elemente auf der Seite. Und jetzt kommt eigentlich der ganz große Vorteil vom Dibo. Ich kann nämlich, wenn ich im Dibo bin, Story übergreifend, also wir haben ja gesehen, es sind in Summe jetzt 4 Stories, die ich drin hatte, kann ich storyübergreifend meine Verlinkungen jetzt anstreben. Das heißt, ich habe hier so unter Tools habe ich so ein kleines Navigationsknöppelchen, dann geht dann auch hier wieder die Navigationsleiste auf. Und wenn ich mir jetzt hier eine Seite aussuche, erhalte ich zwei Bereiche. Einmal ein Page-Filter. Dieser Filter greift auf die komplette Seite. Also das ist die Sektion für die Blume zum Beispiel. Da kann ich dann auf einer kompletten Seite sagen, jetzt möchte ich da und da hinspringen, zum Beispiel geeignet für den Zurück-Button. Oder auf einen Teil, also auf ein Element dieser Seite. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Pluszeichen anklicke, kann ich mir ein Element auf dieser Seite aussuchen. Das wähle ich jetzt und sage, ich möchte jetzt, wenn ich auf Start klicke, möchte ich bitte in folgendes Thema abspringen. Und jetzt sehen Sie hier schon, das hier sind die Elemente oder die bezeichneten Elemente, die ich hier mit eingetragen habe. Das heißt, ich kann jetzt hier zur Übersicht und auf die Seite, wir haben nur eine drin, auf die Clusterübersicht. Das Gleiche muss ich jetzt natürlich mit den weiteren Seiten machen. Hier haben wir weitere Jump-Tiles definiert. Jetzt in meinem Vorgehen war es so, alle, die blau eingefärbt werden, haben schon ein Sprungziel hinten dran. Sie sehen, es sind eigentlich auch einfach nur Icons. Die muss ich mir natürlich im Vorfeld überlegen. Und
die kann ich jetzt mit Leben versehen und springe dann weiter. Hier springe ich jetzt aufs Cluster DAT. Die grauen wären natürlich dann entsprechend für die anderen Cluster, nur da habe ich jetzt keine Seiten vorbereitet, deswegen werde ich da jetzt auch keine Links drauf machen. Und dann haben wir natürlich noch ein Teil, das wir zum Beispiel zur Kapitalrendite abspringen wollen. Das heißt, auch hier kann ich jetzt das Ganze mal kurz nochmal weiterdrehen und jetzt springe ich hier zur Kapitalrendite und auf mein Kapitalrendite, auf die Kapitalrendite. So, das speichere ich jetzt und habe jetzt doch einen Debo mit relativ wenigen Klicks gemacht. Ich mache hier jetzt direkt mal Vollbildmodus. Das sieht nämlich gleich viel schöner aus. Kann jetzt auf Start klicken, springe ab zu meiner Clusterübersicht. Wenn ich jetzt am Schluss überall Logiken hinten dran gemacht habe mit dieser Verlinkung, kann ich jetzt zum Beispiel in jedes Cluster abspringen. Jetzt interessiert mich das Cluster DAT. Jetzt springe ich ab in die einzelnen Seiten und hier ist dieses Menü, weil ich auf diesem einen Level verschiedene Stories eingebunden habe, kann ich mich jetzt hier so durchklicken und kann jetzt hier wieder auf meine Kapitalrendite abspringen und springe jetzt natürlich auf das unterste Level, wo ich dann links meine KPI-Kacheln sehe und rechts meine Charts und meine Analysen fahren kann. Was ich jetzt noch sehr schön finde, sind zwei Sachen. Ich rede jetzt ein bisschen schneller, weil die Zeit knapp wird. Wir können in diesem Digital Boardroom Filter übergeben. Das ist das, was ich meinte. Man kann Merkmale miteinander verknüpfen. Ich kann jetzt auf verschiedenen Leveln Filter definieren. Dazu habe ich jetzt hier so einen Filterknopf. Das heißt, ich kann mich jetzt hier mir einen Root-Knoten oder einen Knoten aussuchen und kann für diese Seite ein Filter hinzufügen. Jetzt kann ich sagen, mich interessiert auf diesem Level zum Beispiel das Bundesland. Da darf ich alle auswählen. Und das wirkt sich jetzt auf alle Knoten darunter aus. Das heißt, diesen Filter habe ich bis zur Kapitalrendite unten jetzt vorhanden. Und wenn ich jetzt auf diesem Level hier jetzt sage, aber Mensch, aber hier möchte ich jetzt noch weitere Filter, kann ich noch zusätzlich Filter hinzufügen. Also Sie sehen, das Bundesland kam direkt. Jetzt kann ich hier zum Beispiel den Bezirk noch mit dazu wählen. Das heißt, ganz unten darf ich sogar noch einen Bezirk filtern. Wenn ich das Ganze jetzt speichere, habe ich hier auf meinem Root-Level direkt die Möglichkeit, sagen, filter mir doch die ganzen Daten nach einem Bundesland. Das kann ich jetzt zum Beispiel mit dieser Blume hochholen. Da habe ich jetzt hier diese Filter. Kann ich aber natürlich auch mit einem Story-Filter direkt darstellen und kann sagen, filter mir das Ganze. Das wird jetzt ein Page-Filter. Das heißt, es wirkt sich jetzt auf alle aus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier, es macht was, wo wir Zahlen hinter haben. Ich habe die halt unterschiedlich eingeschränkt. Und wenn ich das Ganze jetzt nach unten navigiere, bis wieder zu meinem letzten Bericht, dann habe ich zusätzlich zu diesem Bundeslandfilter, der dann dort bereits schon gesetzt ist, noch den Bezirksfilter als Auswahl. Also das heißt, ich habe jetzt, wenn es die gleichen Merkmale sind, die Möglichkeit, storyübergreifend Filter zu setzen. Das heißt, das ist ja technisch gesehen ein komplett losgelöste Story. Und hier habe ich jetzt zusätzlich noch zum Filter Baden-Württemberg, den ich vorher gesetzt habe, die Möglichkeit, also ist noch drin gesetzt, hier noch zusätzlich den Bezirk zu wählen. Jetzt mache ich hier mal einen Bezirk rein und sehe dann hier, jetzt wirkt sich der Filter auch automatisch auf mein Dashboard aus. Und um das Ganze jetzt noch abzurunden und hübsch zu machen, mir gefällt dieses SAP-Blau nie so wirklich, kann man natürlich jetzt beim Debo den auch an seine Unternehmensfarben angleichen. Das heißt, hier haben wir jetzt im Moment das Fiori Light Thema. Es gibt natürlich auch das Dark Theme. Ich kann aber natürlich auch ein eigenes Theme erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Hintergrund reinlade, kann ich das natürlich, dann ist automatisch mein MAP-Hintergrund da drin. Aber ich kann hier natürlich auch meine Farben ändern, wie ich will. Jetzt hängt mein Rechner. Sekunde. Ich starte einfach mal neu. Ich kann natürlich auch meine Farben komplett umdrehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Designer reingehe, habe ich hier die Möglichkeit, ein Custom Theme auszuwählen, kann mir meine Bildchen hochladen, die mir gefallen, kann natürlich auch das SAP-Logo ersetzen durch ein firmeneigenes Logo natürlich und kann hier noch verschiedene Farben
umstellen. Wenn ich das Ganze jetzt einmal bis zum Ende durchgespielt habe, dann, ich kann es ja mal noch kurz ändern. Sekunde, das ist die 009 BD2. Also ich füge jetzt hier einfach mal unsere Unternehmensfarben mit ein. Das heißt, wir können, das sind die Primary und Secondary Colors, sind Textfarben. Wir haben hier einen Hintergrund, den wir vergeben wollen, unser MHP-Blau. Wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen, das ist unser Grau, das ist die 57. Und dann wird es wieder weiß. Wir machen das ein bisschen einfarbig, dann sieht es auch nicht so wild aus. Und wir machen das auch in einem hellen Grau. Das ist EF. So, das heißt, ich habe jetzt, das habe ich mir natürlich im Vorfeld schon überlegt, wie ich das machen will. Das habe ich mir jetzt gerade nicht mit ausgedacht. Das entspricht unseren Unternehmensfarben. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder ausführe im Vollbildmodus, dann sieht das Ganze doch schon wesentlich besser aus. Ich kann jetzt hier, habe hier mein MHP-Rahmen gemacht. Das kann natürlich auch ein Porsche, Bosch, Daimler-Rahmen sein. Da muss man sich halt ein Farbkonzept überlegen. Kann mich jetzt hier durchklicken und habe jetzt innerhalb von, gut, es war vorbereitet, innerhalb von 15 Minuten mir ein Digital Boardroom zusammengestellt, mit dem ich über unser Cluster komplett durchklicken kann und die Möglichkeit habe, mich bis zum letzten Level nach ganz unten sogar Analysen zu fahren. Und wenn ich dann noch Lust habe, weiterzumachen, kann ich natürlich auch noch externe Links vergeben. Ich kann natürlich auf irgendwelche Webseiten abspringen. Ich kann weiterhin auch Story-Funktionen hier mit einbauen. Das heißt, ich kann ja auch in der Story einen Knopf einbauen, der mir was macht. Da sind mir technisch gesehen relativ wenig Grenzen gesetzt, wie ich diese Verlinkung machen will. Und ich finde es einfach ein schönes Tool, wie man möglichst schnell diese Stories miteinander verknüpfen kann, um zum Beispiel eine Präsentation vorzubereiten oder um ein Always-On-Dashboard zu bauen. Sehr gut. Vielen Dank, Christian. Können wir dann vielleicht nochmal kurz in die Präsentation zurückkehren? Na klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Christian Hauswald. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Technik und auch den Inhalt des Digital Boardrooms und auch damit der SAP Analytics Cloud in diesem Deep Dive näher bringen. Wenn Sie Fragen an uns haben, dort sind unsere Kontaktdaten und bitte wenden Sie sich an uns. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Eine Frage haben wir jetzt noch offen. Sie können sie jetzt gerne einmal zurückspielen. Hören Sie mich? Ja, jetzt hören wir Sie, ja. Ja, prima, okay, sehr gut. Es gibt ja, sagen wir, auf dem Markt auch MS Power Plattform mit den Power Apps und die Power BIs. Die erscheinen mir jetzt ähnlich wie das SAC. Was ist da grundsätzlich der Unterschied? Also die. Was Sie meinen jetzt, in Bezug zum Beispiel auf die Welt. Das ist natürlich ein komplett anderes Framework, eine komplett andere Technologie. Man kann die zwar auch miteinander verbinden, aber das ist immer die Sache. Die SAP hat jetzt als strategisches Frontend die SAC gesetzt und auch obendrauf noch diesen Digital Boardroom. Und das funktioniert natürlich mit SAP-Quellen, sei es ein S4, ein ERP-System oder ein SAP BW, funktioniert das natürlich am abgestimmtesten, am allerbesten, weil wir da auch die Live-Connections haben und direkt auf HANA-Datenbank-Tabellen gehen können, auf BW-Tabellen gehen können, das ganze Berechtigungs- und Autorisierungskonzept vom BW benutzen können. Also da würde ich sagen, da hat man dann halt keine herstellerbedingten Brüche drin. Ich glaube, für die Darstellung ist es gar nicht so relevant, ob ich jetzt ein Power BI oder ein SAC-Frontend nehme. Ich glaube, es kommt viel mehr drauf an. Das meine ich, also sagen wir mehr Richtung, okay, wo kommen die Daten her? Genau. Also wenn ich jetzt überlege, ich weiß, wir hatten es bei einem Kunden ganz große Probleme, Hierarchien zum Beispiel anzeigen zu können bei einem Power BI. Das hat jetzt nichts mit der Möglichkeit zu tun, dass wir Power BI keine Hierarchien darstellen können, sondern vielmehr damit, dass wir es aus dem SAP-System nicht so rausgekriegt haben, wie Power BI das gebraucht hat. Ich glaube eher, die Schnittstelle ist das große Problem. Aber rein Frontend-Visualisierungstechnik, also gerade, was jetzt ein Dibo jetzt in diesem Kontext machen würde, ist da null Unterschied zu einem BI-Front. Da kann ich wahrscheinlich genau solche Visualisierungen machen. Ja, genau. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, mit was für Quellen ich arbeite. Ich glaube, ein Power BI ist sehr stark bei nativen Datenbanken. Wenn ich direkt auf eine HANA zum Beispiel zugreifen kann, ist ein Power BI wahrscheinlich
weiß ich jetzt nicht sicher, aber ziemlich mindestens genauso stark. Wenn es halt über ein BW geschliffen wird, hat man ja oft festgestellt, dass es mit diesen MDX-Schnittstellen nicht so rosig ist. Da hat ja auch ein Tableau seine Probleme, weil die SAP halt einfach sagt, nö, das ist jetzt nicht unser Hauptwerkzeug, wie wir Daten abziehen, macht das Beste draus. Also ich glaube nicht, dass es an diesen Frontends liegt, sondern wirklich an dieser Konnektivität des Problems. Ja, alles klar. Dankeschön. Gut. Gerne. So, dann aktuell sind auch keine Fragen mehr im Tool. Ich würde jetzt einfach schon mal die Zeit nutzen, nochmal die kommenden Deep Dives ankündigen. Genau, da sehen wir es. 26.11. geht es weiter mit Livable Cities. Anfang Dezember Corporate Digital Responsibility. Und am 10.12. spannende SV-Projekte bei MHP Steuern. Sie haben natürlich auch jederzeit Zugriff auf die Präsentationsunterlagen über unsere Mediathek und den Videomitschnitt für Sie in Kürze bei YouTube. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Videos zu weiteren interessanten Fachthemen sich anzuschauen. Sehr aktuell gibt es keine weitere Frage. Nutzen Sie gerne auch den persönlichen Kontakt zu unseren Referenten. Die Kontaktdaten konnten Sie ja gerade sehen. Damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme heute. Vielen Dank an euch beiden und bis zum nächsten Deep Dive. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke. Ciao.